Alle umbringen? Ich müsste sie alle töten? Nein, natürlich nicht. Wenn du es ernst meinst, musst du die Anführer der Banden ausschalten. Das bedeutet, Nisha, Mason, Max und Max' Bruder William kriegen eine Kugel in den Kopf. Danach brechen die Banden zusammen und Nukatown wird wieder ein freier Handelsposten. Ich, red hier draußen lieber nicht mehr darüber. Lass es dir mal durch den Kopf gehen. Naja, ich bin das, was hier einem Arzt am nächsten kommt. Ich behandle Raider, Händler und Reisende. Ich habe auch medizinische Vorräte, falls du die suchst. Ja, was hat dich hierher geführt? Ein Arzt? Wie bist du hier gelandet? Tja, ist eine lange Geschichte. Ich habe in einer Siedlung im Westen gewohnt. Coulter griff uns mit seiner Bande an, als er noch eine hatte. War ein harter Kampf. Wir haben einige von ihnen getötet und sie einige von uns. Es gab Verwundete auf beiden Seiten, aber keiner konnte zu ihnen. Ich habe eine Waffenruhe vereinbart, um mich um die Verletzten zu kümmern. Hab ein paar Leben gerettet, auch Coulters. Als er hier ankam, nahm er mich zur Seite. Meinte, wenn ich mitkäme, würden seine Jungs unsere Siedlung in Ruhe lassen. Jetzt bin ich hier zu Hause. Also, kann ich was für dich tun? Behandlung oder Vorräte? Ja, Handel. Ich bräuchte ein paar Vorräte für unterwegs. Hier ist mein Angebot. Also ich bin noch echt krass unentschlossen, wie ich das Addon weitermache, weil wir haben ja wieder so krasse Entscheidungen vor uns. Und ehrlich gesagt will ich erstmal gucken, wie sich das hier entwickelt, bevor ich jetzt alle Raider ausschalte und die sich dann in alle Richtungen verstreuen, wenn ich ehrlich bin. So, dann nehmen wir auch mal eins mit, weil die wertvoll sind. Ja, dann nicht die da, die hier. Wollen wir mal gucken, dass wir die letzte Munition wegkriegen. Ein paar möchte ich behalten, aber ansonsten ja, ein bisschen noch. Ja. Gut. Annehmen, ja. Ein paar Stimpaks. Gut, hier haben wir noch mehr Händler. Ich will keinen Ärger. Hi, Maddox. Ich hab nur ein paar gute Deals. Hey, hey, der krasseste Typ in Nukatown. Was kann ich für dich tun, mein Bester? Was hast du? Was hast du vorrätig? Die Medizin, die du brauchst, um frei zu sein. Ich hab alle möglichen Camps für dich, Boss. Sag einfach, was du brauchst. Das ist die Drogenbar hier. Nee, da gehen wir mal wieder. Reisende. Chip Moss und. Ich denke auch. Große Pläne, was? Beinhalteten die auch, in der eigenen Arena getötet zu werden? Natürlich nicht, Boss. Als Coulter Overboss wurde, hatte er große Pläne. Und er machte ein paar große Versprechungen. Er wollte das Kraftwerk wieder ans Netz anschließen und den ganzen Park beleuchten, damit er einfacher zu erobern und sicherer für uns alle wird. Das hätten wir schaffen können. Aber dann wurde alles langsamer, träger. Coulter verlor die Motivation. Weißt du warum? Warum war ihm denn alles egal? Ist was passiert? Einige Banden dachten, dass er vielleicht zu bequem geworden wäre. Aber das weiß ich wirklich nicht. Ich bin nur ein einfacher Händler. Also zählt meine Meinung nicht. Ich finde den Plan aber trotzdem gut. Verdammt! Vielleicht hätten dann auch die armen Wichser draußen in Dry Rock Gulch eine Chance. Welche armen Wichser? Welche armen Wichser meinst du denn? Als die Raider die Kontrolle übernahmen, sind einige von uns entkommen, also von den Händlern, die hier vorher waren. Ich weiß nur, dass sie in Dry Rock Gulch waren. Haben wahrscheinlich Probleme, wenn sie überhaupt noch leben. Wirst du Coulters Plan in die Tat umsetzen? Damit wir wieder Saft haben? Klingt doch erstmal ganz gut. Coulters Plan war gut. Vielleicht führe ich ihn ja zu Ende. Hoffentlich, Boss. Ehrlich gesagt, habe ich mehr als einmal von diesem Tag geträumt. Keine Ahnung, warum. Vielleicht liegt mir der Ort hier einfach am Herzen. Hab eine Menge Arbeit reingesteckt. Hört sich seltsam an. Das weiß ich, aber Nuka World ist etwas Besonderes. Ich finde, ihre Lichter sollten endlich wieder leuchten. Und stell dir nur vor, nachts würde man uns meilenweit sehen können. Die Leute würden darüber reden und auf dem Markt einkaufen kommen. Das sind eine Menge Kronkorken für dich und die Banden. Ich denke mal eher, dass das Leuchten in Nuka World, so wie es derzeit ist, eher viele Todesopfer anlocken würde. Naja. Wie lange bist du schon hier? Rund 20 Jahre, denke ich. Ob es mir gefällt oder nicht.
Nuka World ist mein Zuhause. Ich gehe dann mal wieder an die Arbeit. Bis dann, Boss. Na gut. Machst du nix. Dich haben wir schon gesehen. Hi. Du bist also der neue Boss. Coulter war kein Schwächling. Wenn du ihn ausschalten konntest, hast du dir den Titel auf jeden Fall verdient. Trotz all seiner Schwächen hat Coulter hier was aufgebaut. Was Wichtiges. Viele Leute sind weit gereist, um hier zu handeln. Durch den Markt fließen reichlich Kronkorken. Das ist eine Gelegenheit, die man nicht als selbstverständlich betrachten sollte. Was meinst du? Was meinst du damit? Solange die Leute herkommen, fließen auch die Kronkorken. Aber Raider, die sind unberechenbar. Hitzköpfe. Das ist ein empfindliches Gleichgewicht. Viel Verdienst, aber genauso viel Risiko. Lass das hier nicht außer Kontrolle geraten. Eine Sache solltest du vielleicht noch wissen. Ich habe eine Abmachung mit Shank. Wenn ich unterwegs bin, halte ich die Lauscher offen. Hör ich was Interessantes, erfährt er's. Wer ist das? Wer ist Shank? Er ist ein Mann mit Informationen. Wenn irgendwas Besonderes hier in Nuka World oder im Commonwealth geschieht, weiß er meistens darüber Bescheid. Dann sollte der eine ganze Menge über mich wissen, oder? Verbannen. Ja. Klingt doch gut. Das kannst du gerne weiter so machen. Wird gemacht. Da du schon mal da bist, brauchst du ein paar Vorräte? Nein. Jetzt nicht. Oh, ja, männliche Bremen. Auf dem Markt ist ziemlich viel los. Ich glaube, hier ist sonst niemand mehr in der Mitte. Nee. Klar, ich bin zum Handeln hier. Aber ich werde keine Sekunde lang unvorsichtig sein. Na gut, dann gehen wir mal wieder raus, da wo wir reingekommen sind. Ja, wir haben jetzt mehr oder weniger nochmal vor, die Bosse abzuklappern, was die noch so zu sagen haben. Ob die noch Quests haben? Alter, das ist volle Elefantengasmasken, Mann. Was zur Hölle? Ja, das Rudel ist wohl echt animalisch angehaucht. Aber ich finde das echt cool, das Design von denen. Also anfangs war es noch albern, aber wenn man erstmal gesehen hat, wie die leben, ist das echt passend. Na gut, ab ins Parlor, würde ich sagen. Zack. Ja, also wir gucken nochmal, ob Max oder William jeweils vielleicht sogar eine Quest haben. Was passiert denn hier schon wieder? Ach. Machst du wieder Ärger? Gut. Ist jetzt schon die Frage, wo die zwei Penner sind. Ah, hier. Hi. Hey, Max. Ich habe einen Job, den du anregend finden könntest, wenn du Interesse hast. Klar. Was gibt's? Das Rudel hat es geschafft, noch lästiger als sonst zu sein. Wir haben den Namen einer Person erfahren, die sie schätzen. Ich will, dass du sie vorzeitig unter die Erde bringst. Wer ist das Ziel? Gegen wen geht es? Raider. Alles nur Schwächlinge. Ehrlich. Ja. Irgendwie sollen wir nur Raider immer platt machen. Klingt gut. So mag ich das. Schön zu hören. Wir warten. Und du? William? Das Rudel führt sich auf wie tollwütige Tiere. Und sollte auch so behandelt werden. Ja, wir gucken mal, was die Quests jetzt genau sagen. Cinder in Reveal Beach Station töten. Triff dich mit dem Team. Ja, wir erhalten nicht so viele Informationen, ob das jetzt wirklich Mitglieder sind. Wir haben jetzt nur gehört Raider, aber im anderen Atemzug haben wir gleichzeitig gehört, es sind Leute vom Rudel. Also ich will jetzt eigentlich nicht anfangen und schon die Banden gegeneinander aufzuhetzen, weil wir da irgendwelche Jobs machen. Aber na gut, müssen wir mal schauen. Ich meine, letztendlich, wenn wir von jeder Fraktion was annehmen, dann werden alle wieder geschwächt, wenn wir alle Quests durchführen. Von daher ist der Endstand wieder null. Aber trotzdem will ich erstmal gucken, was wir da für Quests machen. Ist ja auch wichtig für unsere Zukunft als Overboss. Wenn William und Lizzie nur zuhören, dann weißt du, dass die nicht hier reingeboren wurden. Trotzdem sind sie wie geschaffen dafür. Nuka Kate. Da gehen wir gleich mal rein. Wir gucken nur gerade erstmal, dass wir die Quests annehmen und nochmal mit Gage reden, weil das war ja sein großer Plan, dass wir uns hier erstmal schlau machen. Hi. Jetzt habe ich das verdammte Nuka-Cola-Lied. So, jetzt haben wir wieder die mit dem komischen Helm vor uns. Das ist mir eine Frage, wie die dadurch sehen kann, aber na gut. Vielleicht sind die ja alle blind hier. Kann ja auch sein. Jetzt nur die Frage, wo lebt sie hier eigentlich genau? Oh. Du führst vielleicht Nuka World, aber das hier ist Jüngergebiet. Bitte, lass mich hier gehen. Haben wir das Sagen. Ja, ich glaube nicht, dass ihr hier das Sagen habt, ja.
Nick wohnt hier auch schon. Wo ist denn die Alte? Sie ist wahrscheinlich ganz am Ende von der Höhle hier. Was ist schlimmer, eine Krawatte oder einen Teddybären zu tragen? Was? Ich verstehe diese Leute ja nicht. Ja, die leben hier in der reinsten Bruchmarke, New Cascade Marken. Nice. Na dann, suchen wir mal weiter nach der Tussi. Ich meine, die muss ja hier irgendwo sein, so groß ist die Höhle nicht. Oh, Jünger-Terminal. Dieses Terminal können alle Jünger benutzen. Wenn du nicht willst, dass irgendjemand was sieht, verpiss dich. Aber noch wichtiger, vergiss die Regeln nicht. PS, wenn du das nicht lesen kannst, bist du ein Arschloch. Bekanntmachung. Oh Mann. Alle Bekanntmachungen kommen von Nisha, also erzähl es weiter. Die Regel. Zur Erinnerung, wir haben hier eine Regel in Nuka World. Wenn du jemand von einer anderen Bande tötest, lass dich nicht erwischen. Wenn ich mitbekomme, dass irgendjemand gegen diese Regel verstößt, kümmere ich mich persönlich um ihn. Neuer Overboss. Wir haben also einen neuen Overboss. Unsere einzige Regel gilt immer noch. Wenn jemand damit ein Problem hat, kann er gerne zu mir kommen. Veranstaltungen. Lass dir es krachen, dann lass auch mal andere ran. In der Gruppe macht es nochmal so viel Spaß. Ein nächtlicher Raubzug. Wer macht mit? Wenn ihr Interesse an einem nächtlichen Raubzug habt, kommt um Mitternacht zur Einschienenbahnstation. Feuerprobenläufer. Wenn euch auch scheiß langweilig ist, kommt beim Einbruch der Dunkelheit zum Haupttor. Ich habe gehört, dass eine Karawane in der Nähe vorbeizieht. Die schnappen wir uns für die Feuerprobe. Und als Sahnehäubchen gibt es noch ein paar Vorräte. Hackfleischparty. Sehnt ihr euch auch nach Blut? Wollt ihr mal richtig die Sau rauslassen? Dixie veranstaltet wieder ihre monatliche Hackfleischparty. Also weg mit den Camps, raus mit den Messern und gönnt euch das, wonach wir alle süchtig sind. Was ist denn die Hackfleischparty? Nachrichten. Hier könnt ihr Nachrichten hinterlassen, Leuten drohen oder Werbung machen. Ganz egal. Nicht vergessen, solange die Regeln nicht gebrochen wird, ist alles im grünen Bereich. Du bist tot. Wer auch immer in meinem Helm gepisst hat, ist tot.